Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu The Night of the Rabbit. Und ich weiß noch, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind, und zwar genau hier. Ich guck mal kurz hier durch. Okay, ich kann mir ein paar Sachen angucken. Hier hinten können wir lang, das möchte ich aber noch nicht. Ich will mir das hier erstmal Portalbaum, da kann ich meine Hand dran machen. Zerklüftete Berge, was war das hier noch? So, das ist der Portalbaum. Und hier haben wir noch auch zerklüftete Berge und schneebedeckter Stein. Da kann ich auf jeden Fall mal dran rumfummeln und mit dem sprechen. Als erstes gucken wir uns aber mal die Höhlen hier an. Da gibt's bestimmt Wölfe und Eishexen und ja. Eishexen, die gibt's da auf jeden Fall. Wir haben ja den Schutz der Motten zum Glück, deswegen wird uns nicht kalt. Wir haben auch immer noch unsere Flügelchen. Was ist denn das Ding da? Noch etwas weiter graben? Oh, es ist eine Statue. Okay. Okay, das heißt, wir können unseren Zauber Felsflüstern. Mal gucken, was die uns zu sagen hat. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das Spiel noch geht. Ein Sterblicher weckt mich. Sprich zu mir, Sterblicher. Du bist die erste Statue, die mit mir sprechen will. Ja. Du bist die erste Statue, die mit mir sprechen will. Ich bin keine Statue. Ich bin ein vergessener Gott, so wie ich. Was für ein Gott bist du denn? Wo bin ich denn, hier überhaupt? Dieses Land war meiner Sippe geweiht. Man sagt, eine Wurzel des Weltenbaumes reiche bis in diese Berge. Das stimmt. Von dort sollen wir gekommen sein. Okay. Lange vor der Kälte wurde ich als Gott verehrt. Was für ein Gott bist du denn? Ein großer Gott muss ich sein, dass ich hier so lange überdauert habe. Oh. Ungerührt von Sturm und Kälte. Ich sei auch eine Motte. Das soll nicht unhöflich klingen, aber sicher, dass du nicht nur eine Statue bist? Oh je. Du wagst es. Du bist nicht nur eine Statue, alles gut. Doch vielleicht hast du recht. Vielleicht trage ich nur das Gesicht eines Gottes. Okay. Vielleicht bin ich nur ein Stück Fels, das schließlich in der Kälte zerspringen muss. Der Blitz gerade war Zufall? Gut, ich muss weiter. Geh, Sterblicher. Ja, ich trotze weiter diesen kalten Zeiten. Ja. Da bleibt dir als Statue leider auch nicht viel anderes übrig. Mach's einfach mal aus Prinzip. Das Portal hat sich hinter mir geschlossen. Hab ich mir gedacht. Hoffentlich hält der Schutzzauber der Motten weiter an. Sonst erfriere ich hier drüben noch. Das wollen wir natürlich nicht. Ich laufe mal hier, ob wir vielleicht noch ein bisschen mehr sehen können, aber ich glaube nicht, ne? Hier unten können wir nichts mehr sehen. Okay, dann gehen wir mal. Was ist das hier? Der Baum, da hat der Blitz gerade eingeschlagen und hier hinten leuchtet es auf jeden Fall. Vielleicht gibt es da einen Leuchtturm, ich weiß nicht, weil hier ist ja auch Meer, so wie es aussieht. Wir haben Nordpol oder Südpol. Oh. Das ist kein Leuchtturm. Ich könnte schwören, dass ich da am Berghang gerade einen Jungen gesehen habe. Einen kleinen Jungen mit Flügeln. Fantastisch. Jetzt verliere ich also völlig den Verstand. Boah, der Schnee ist echt ganz schön heftig. Seltsame Überreste. Gestrüpp. Kalte, weite See. Wo sind die Berge auf einmal hin? Wo sind auf einmal die Berge hier vom Horizont hin? Und da geht's auch noch weiter. Plane, gehen wir erstmal in die Plane. Erstmal bedienen. Auf der Kiste steht Projekt Polwahl. Streng geheimes Forschungsmaterial. Was? Ich nehme mir eine von den Lichterketten ja. mit. Perfekt. Direkt beklauen. Klang das alles noch so gut. Eine fast ausgestorbene Spezies mit Lichtanlockung. Und jetzt sitze ich schon seit Wochen in dieser Kälte und nichts funktioniert. Das ist das erste Mal, dass wir seit unserer Mutter und unserem wahrscheinlichen Vater, den wir manchmal als Geistergestalt zu sehen bekommen, einen echten Menschen sehen. Gut, der Kobold war natürlich auch so ein bisschen Mensch, sag ich mal, aber ist ja eigentlich schon fiktiv. Aber sie hier,
ist zum ersten Mal ein Mensch. Sind wir in der Realität? Also in unserer Realität? Arktis erforschen. Gruselig. Was hat er sie unterbrochen? Gruselig. Mehr hat er dazu nicht zu sagen. Was ist? Alter, die will ja alles was sein. Mehr wächst hier wohl nicht. Sieht okay. aus, als wäre schon mehr als einmal vom Blitz getroffen worden. Okay. Ja, das habe ich mir vorhin auch gedacht. Das Kalte, weite sieht See. Aus, als ob alles, was da reinfällt, nach einer Sekunde in einem Eiswürfel eingefroren wieder auftaucht. Okay, dann sprechen wir sie mal an. Darf ich kurz stören? Großartig. Ich rede nicht nur mit mir selbst, jetzt fange ich auch schon an zu halluzinieren. Bin keine Halluzination, ich bin Cherry Haselnuss. Was machen Sie denn hier ganz allein im Nirgendwo? Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Aber ich bin keine Halluzination. Ich bin Cherry Haselnuss. Haselnuss, natürlich. Ich verliere eindeutig den Verstand. Was machen Sie denn hier ganz allein im Nirgendwo? Was glaubst du denn? Ich verschwende meine Zeit. Ich warte schon seit Wochen auf den Polwal. Aber ist ja auch kein Wunder, dass ich ihn nicht finde. Meine Ausrüstung ist kaputt gegangen. Und heute oh, okay. ist Weihnachten. Ich Ach, Weihnachten ist auch noch. Zu Hause zu melden. Verdammt! Oh, und sie kann nicht anrufen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man etwas unheimlich Wichtiges erledigen muss. Bevor man dann heimgehen kann. Der Junge mit den Flügeln und dem Zylinder versteht mich. Zum Glück funktioniert mein Funkgerät nicht. Wenn ich das jemandem erzähle... Ob wir sie irgendwie überzeugen können, dass wir echt sind? Kann ich Vielleicht können wir ihr ja helfen sein? Und dann merkt Kannst sie das. Kannst du mich nach Hause fliegen? Ich glaube nicht. Diese Flügel sind nämlich gar nicht echt, wissen Sie? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Tut mir leid. Okay, dann ziehen wir mal weiter. Vielleicht okay. können wir ihr noch helfen, hoffe, das Ding zu reparieren. Nicht. Du hast gar keine Jacke an. Nein, nein. Ich stehe unter dem Schutz der Nachtfalter. Ah, na klar. Ach, das schön. Hätte ich mir ja denken können. Es ist Weihnachten, verdammt nochmal. Stimmt, hier oben auf der Flagge, das können wir leider nicht sehen. Ganz Antenne. Eingefroren. Ach, verdammt. Sieht aber gar nicht eingefroren aus. Okay, wir ziehen mal weiter. Guck mal, wo uns der Weg hier hinführt. Ah. So habe ich mir das aber eigentlich nicht vorgestellt. Ich dachte, da geht's noch woanders hin. Was? Was habe ich denn im Inventar? Lichterkette. Die Sternenkarte könnte hier funktionieren. Vielleicht. Sternenkarte? Nee? Okay, keine Sternenkarte. Noch eine Plane. Gehen wir da doch auch noch ran. Also da steht, dass die Stromversorgung unter extremen Witterungsbedingungen nicht gewährleistet werden kann. Das ist natürlich schlecht. Das heißt bestimmt, dass es nicht funktioniert, wenn es zu kalt ist. So weit war ich auch schon. Das Ding scheint kaputt zu sein. Okay. Den Jungen bildest du dir nur ein. Oh je. Das ist nur dein Hormonaushalt, der dir einreden will, dass du längst Kinder haben solltest. Oh Mann, ist das so gemein. Ganz blöd. Nein. Ganz blöde Idee. Nein. Nein. Sie leuchtet nicht. Ich glaube, der Akku hat keinen Saft mehr. Haben wir sie jetzt wiederbekommen? Ja. Ja, das heißt, wir müssen den Akku zum Laufen bringen. Hier, Hagebutten. Hagebutten sind... Ja, habe ich mir gedacht. Also die haben wir wirklich seit Anfang an und wissen nicht, was wir damit machen sollen. Ah, ich kann ja... Ich habe ja auch Zauberfuchs, wisst ihr? Ich glaube, hier wird... Kein Täusch. Ah, ja, klar. Nichts. Da ist wohl nichts, was wachsen will. Wie? Ah, kann ich mit denen vielleicht reden? Ihr merkt, ich bin verzweifelt. Da flüstert wohl nichts. Alles klar. Ja. Kann ich... Jetzt nicht? Ich habe keine Zeit zu verlieren. Da geht's also nur wieder zurück. Aber wir haben ja auch nichts, was wir ihr geben können. Becher mit Aufdruck.
Nagel. Das braucht keine Wir haben. Ich fäll. Wir haben halt auch überhaupt keine nützlichen Items irgendwie für die Situation. Oder? Da passe ich besser. Da passe ich. Da passe ich. Da passe. Da passe. Da passe. Ah, können wir. Idee. Jetzt sieht es fast aus wie ein Weihnachtsbaum. Ich verstehe. Ich hab's ja gewusst. Du bist mein schlechtes Gewissen, oder? Ich sehe ja ein, dass es ein Fehler war, über die Feiertage zu arbeiten. Diese verfluchten alten Ziegenböcke von der Universität sind schuld. So ist es immer. Und jetzt? Ja, da rein, ne? Aber der Akku ist halt leer. Der Stecker steckt. So weit, so gut. Jetzt brauchen wir nur noch Strom. Und vielleicht... Nichts. Ich bin verzweifelt, Leute. Ich bin komplett verzweifelt. Ich habe doch nichts, was Energie liefert. Und hier habe ich doch auch nichts übersehen. Da liegt übrigens so eine Maske von der Motte. Vielleicht kann ich die aufheben. Gleich sollte ich mal gucken. Und hier gibt es auch keinen anderen Weg mehr. Ah! Ding. Ich verstehe. Die hier wohl schon im ja, ich verstehe. Du bist kein Gott. Du bist gar kein Gott. Wir verärgern den einfach nochmal. Dann lässt er den Blitz wieder einschlagen. Ja. Was für das so Zack. Und jetzt hat sie wieder Strom. Die Lichter am Weihnachtsbaum leuchten. Perfekt. Jetzt muss den Akku wieder aufgeladen. Ja, so funktioniert das. Das ist... Ja, ich muss los. Tschüss, Statue. Mach's gut. Rätsel gelöst. Hallo, Alice? Bist du das? Marie, du meine Güte, es tut so gut, deine Stimme zu hören. Es tut mir so leid, dass ich nicht da sein kann. Ich... Ich habe versprochen. Sie weist dem Herzen den Weg nach Haus. Du weißt immer, wie man mich aufmuntern kann. Und da kommt er. Das ist Schicksal. Ich verstehe nicht ganz, was hier gerade abgeht. Was soll ich tun? Kamera ist echt so. Das war gerade die perfekte Aufnahme. Der hat einfach so hier Wasser aus seinem Kopf gespritzt. Das Ding scheint kaputt zu sein. Das ist der Polwal. Ui, der singt uns was. Und die Polarlichter sind auch da. Ach, das sieht so schön aus. Aber ich verstehe nicht, in welcher Welt wir hier sind. Und was genau. Er wird das Portal für mich öffnen. Er sagt, ich habe bereits alles gelernt, was es hier zu lernen gibt. Hä? Ja, ich glaube, ich weiß, wie der nächste Zauberspruch funktioniert. Was? Du hast einen Zauber gelernt, um ihn zu benutzen, öffnest du den Inventar und klick auf den Zauber Hoffnungsschimmer. Hoffnung, Licht in der Dunkelheit. Habe das schlechte Gefühl, dass wir das auch brauchen, bevor wir nach Mauswald zurückkehren. Fürs Erste fertig. Okay. Die Polarlichter. Wow, das sieht wunderschön aus.
schön aus. Wir nehmen natürlich hier jetzt alles mit, was geht. Den Wal, da haben wir schon was zugesagt. Die kalte, weite See. Leere Kiste. Auf der Kiste steht Ja, okay. Dann ziehen wir wieder von dannen. Wir haben der lieben Frau geholfen. Und der Wal hat das Portal für uns geöffnet. Und ich habe ein bisschen Angst, zurück nach Mauswald zu kehren, weil wir wissen ja schon, dass da jetzt irgendwas passiert ist. Und ich habe so ein bisschen Krähen und Stadt und ich habe eine schlechte Befürchtung. Ich sag's euch, wie es ist. Das war der vierte Zauber. Ich frage mich, ob ich jetzt bald nach Hause kann. Meiner Meinung nach war das der fünfte Zauber, wenn man den Ratersuch mitzählt, aber okay. Und wir sind zurück. Du kehrtest aus der Kälte zurück. Gegen sie. Ach Mist, ich wollte noch die Maske anschauen. Schutz nicht mehr. Meine Flügelchen sind auch weg. Ich kann dich nicht vor diesem Flügellosen schützen. Aber das ist doch der Marquis de Hotton. Marquis de Hotton. Marquis de Hotton. In der Welt, aus der wir stammen, hat er einen anderen Namen. Der Kalte. Er war bereit, uns erfrieren zu lassen. Meine Damen, das muss ein Missverständnis sein. Ein lächerliches Missverständnis, für das wir in der Tat gar keine Zeit haben. Wir ziehen fort. Und du wirst uns nicht aufhalten. Nur zu. Gleite du voran, Hespera.